Also ich persönlich tue mich bei meiner Wahlentscheidung schwer. Das fängt bei den amtierenden Aufsichtsräten ab. Ich kann Kessler und Weimer eigentlich nichts vorwerfen. Merkt dagegen in der Kommunikation einige Punkte. Da könnte ich es mir einfach machen und sagen, Kessler und Weimer wähle ich wieder. Merkt. Andererseits ist es der internen und selbstgewählten Aufgabenverteilung geschuldet, dass Merk medial präsent ist und die anderen beiden, den hat man immerhin zum Sprecher gemacht. Ich muss also die Kommunikation allen ursprünglichen Mitgliedern des Team Merk zum Vorwurf machen und umgekehrt die positiven Entscheidungen auch allen gleichermaßen zurechnen, weil ich über interne Abläufe nicht davon umgenommen bleibt, dass mir Merks Auftritte in der Öffentlichkeit seit bei Juni eigentlich gänzlich missfallen. Das ist aber eine persönliche Geschmacksfrage, über die ich nicht allzu viele Gedanken verlieren würde, wenn der FCK insgesamt anderes lascht. Es ist daher für mich kein Grund, ihn nicht wieder zu wählen. Positiv rechne ich den Verantwortlichen an, dass wir nach einer existenzbedrohenden Krise, die noch einmal massiv durch Covid verschärft worden ist, überhaupt noch wirtschaftlich am Leben sind. Der Verein, als Ganzes, bevor wieder Nachfragen kommen, wurde entschuldet. Und für mich persönlich spielt es nicht die ganz entscheidende Frage, in welcher juristischen Person die Schulden gelagert sind, und hey, wir kommen eh nur dann wieder auf die Beine, wenn der sportliche Erfolg nachhaltig zurückkehrt. Und dafür brauchen wir eine handlungsfähige Profiabteilung. Wenn die abschmiert, hat V. auch ein Problem, Stichwort Nachhaftung. Solange ein Interesse daran besteht, die Kommanditgesellschaft auf Aktien am Leben zu erhalten, wird man V. nicht absaufen lassen. Kann man gar nicht, wenn umgekehrt der Geldhahn für die Kommanditgesellschaft auf Aktien zugedreht wird. Haft V. für deren Verbindlichkeiten und kollabiert auch. Auch dann, wenn er vorher selbst Wirtschaft. Entscheidend wäre für mich daher, dass eine Lösung gefunden wird, die bis 2023 gesunden kann. Denn dann endet die Nachhaftung ja. Und ja, insofern wäre die Schraube Dienstleistungsvertrag sicherlich ein geeigneter Ansatzpunkt. Wenn ich hier irgendwo einen Denkfehler habe, gerne korrigieren. Daher mache ich auch das jetzige Konstrukt an handelnden Personen nicht zum Vorwurf, erwarte mir aber durchaus nicht nur von Berti eine Antwort auf die Frage, wie man dieses Problem in den nächsten beiden Jahren behandelt. Wenn da gar nichts oder nur Beschwichtigungen kommen, fände ich das ziemlich. Die Vernetzung von FV und Kommanditgesellschaft auf Aktien ist nämlich sicherlich ein wichtiges, zukunftsrelevantes Thema. Dem liegt allerdings auch generell die Frage zugrunde, welches Verhältnis man zukünftig gegenüber Investoren pflegt. Denn darum geht es doch im Kern. Über die finanzielle Schieflage des FV droht der DIR in die Situation zu geraten, dass auch er externe Gelder benötigt, um zu überlegen, wo kommen daher? Von den Investoren. Was wollen die dafür? Mitspracherechte auch auf den FV. Das sind doch die Befürchtungen, die hier zugrunde liegen, oder? Sollte das so sein, kann ich die Bedenken sehr wohl nachvollziehen. Und Investoren sind sicherlich nicht einfach bloß Partner ohne Eigeninteressen. Aber sie sind halt auch nicht das personifizierte Böse, die Mitglieder aus dem Verein verdrängen. Ich erwarte daher auch Lösungsansätze, wie man sich die konstruktive Zusammenarbeit mit Saarpfalz vorstellt, ohne denen den roten Teppich auszurollen. Aber eben auch ohne denen partout unlautere Absichten und unbillige Einflussnahme zu unterstellen. Wenn dieses Verhältnis konstruktiv, kritisch und transparent ausgestaltet sein sollte, mache ich mir nämlich auch entschieden weniger Gedanken darum, dass die Herrschaften versuchen werden, über den EV, den Beirat in ihre Kontrolle zu bringen. Auch insofern missfällt mir Merks Kommunikat. Das war in den ersten Monaten alles deutlich transparenter als es inzwischen. Ich frage mich aber auch, was passiert, wenn erneut formale Befugnisse und reale Notwendigkeiten kollidieren? Was steht dann für die einzelnen Kandidaten höher? Satzungskonformes Verhalten oder pragmatische Handlungsfähigkeit? Mir persönlich ist Letzteres wichtiger, wobei ich allerdings eine deutliche und klare Kommunikation des Ausnahmecharakters. Das sind mal so meine Kriterien für die Wahlentscheidung. Wenn kein weiterer Kandidat mit sportlicher Kompetenz auftaucht, werde ich übrigens auch Fritz nicht, dass ich dem unkritisch gegenüberstände. Aber es ist für mich nicht darstellbar, ein solches Gremium völlig ohne sportfachliche Kompetenz zu belassen. All diejenigen, die ich nicht kenne, haben auch eine faire Chance, mich zu überzeugen. Ich werde niemanden deshalb nicht wählen, weil ich ihn zum ersten Mal sehe.